Hallo liebe Zuschauer, hallo zu einem neuen Quicktip hier im Blog. Was wollen wir heute tun? Ich habe wieder das Tethered Shooting als kleinen Videoinhalt gewählt. Ich habe hier die Kamera verbunden, schon direkt per USB mit dem Laptop und geöffnet habe ich auf dem Laptop, man sieht es deutlich, Lightroom 3. Lightroom 3 und dessen Tethered Shooting Funktion hatten wir ja schon grundsätzlich angesprochen und angeklärt, die Grundfunktionen. Aber jetzt wollen wir hier mal eine weitere Funktion besprechen. Denn es ist eben wichtig, dass wenn man Fotos in den Rechner lädt, dann sollte man auch die Funktion nutzen, die Lightroom bietet. Und das wären ja unter anderem die Entwicklungsfunktionen. Deswegen gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Und ich mache erstmal ein Foto mit der Kamera. Ich löse aus. Mir wird das Foto hereingeladen. Ich gehe jetzt mal in die Bibliothek. Hier sieht man übrigens auch am Bildschirm unten dann das entsprechende Tethered Shooting Menü. Und jetzt ist das die Aufnahme geworden. Komplett unscharf, aber lassen wir es mal so. Jetzt kann ich hier reingehen in Lightroom und eine kleine Grundbearbeitung schon on location starten. Zum Beispiel, oh, ich mag das Bild aber viel düsterer, bläulicher. Ich will den Kontrast höher machen und ich will das Bild eigentlich auch so ein bisschen dunkel korrigieren mit ein bisschen aufhelligt und vielleicht nehme ich auch die Klarheit noch extrem rein und die Dynamik runter. Und das Bild, das gefällt mir jetzt, so möchte ich weiter fotografieren und jetzt bietet Lightroom eben die Funktion, dass man diese Vorlage speichert und für alle Importe anwendet. Das heißt, ich gehe ran und gab Vorgabenname Blockvideo. Dieses Blockvideo, das ist jetzt meine Vorgabe. Ich erstelle diese Vorgabe. Man sieht hier, unter den Benutzervorlagen ist diese Vorlage erstellt worden. Und jetzt kann ich hier unten reingehen in den Entwicklungseinstellungen. Da sind alle die Lightroom vordefiniert. Und was ich auch finde, ist natürlich das Blockvideo, die Vorgabe hier unten. Das habe ich jetzt ausgewählt. Und jetzt ist es so, dass wenn ich jetzt einen weiteren Shot mache, jeder weitere Shot mit dieser Einstellung dann auch gewählt wird. Ich teste es aus, mache nochmal einen Shot. Ich bewege mal die Kamera ein bisschen, damit es auch anders wird. Jetzt ist dann gerade unser Videofilmer weggegangen. So, dann sehen wir, wie hier das kommt und gerade eben wurde die Vorlage angewendet. Ich halte mal die Hand hin, damit man auch sieht, dass man was im Bild hat. Nächstes Foto, es wird importiert. Erst mit den Grundeinstellungen, so sieht es aus und gleich wird die Vorgabe drüber gelegt. Voilà, Vorgabe ist drüber. Ja, ihr habt es gesehen, so leicht geht es. Man kann on location die Bilder eigentlich schon so gut wie fertig bearbeiten, grundbearbeiten. Und das ist der Vorteil. Man kann im Studio einstellen, was hinten rauskommen soll und kann so eigentlich den Bildinhalt viel besser bestimmen und kontrollieren. Ihr kennt es vielleicht, ein Foto zu betrachten, was komplett anders aussieht als das, was nachher rauskommt, das ist sehr schwierig. Das heißt, je näher das Resultat auf dem Laptop, was man anguckt, dem Resultat entspricht, was man nachher haben möchte, umso besser kann man austarieren und überhaupt entscheiden, wie gut das Foto ist. In diesem Sinne, ich wünsche viel Spaß beim Tethered Shooting hier mit Lightroom und diesen Entwicklungsvorgaben.